was ich wirklich nicht wusste, persönlich finde ich interessant, wie ich erst gelernt habe bei dieser Taliban-Doku über Andreas Hofer, ist, warum eigentlich damals die Tiroler diesen bewaffneten Aufstand gegen das napoleonische Bayern überhaupt angefangen haben. Wollt ihr raten? Nicht schwer. Es war natürlich die Impfung. Damals die Bockenimpfung oder Blattern, hat man bei uns meistens gesagt. Ne? Und die Bocken, die Blattern haben davor Jahr für Jahr ein paar hunderttausend Leute umgebracht. Von den Überlebenden war danach ein Drittel blind oder taub oder sonst wie schwer geschädigt. Und als es dagegen tatsächlich was gab, haben doch viele Menschen gesagt, naja, nicht sterben, nicht blind, nicht derisch werden, warum nicht? Man muss vielleicht einschränkend dazu sagen, die Bockenimpfung war damals noch wirklich recht grauslich. Ja? Das ist wirklich so frisches Kuhbockensekret direkt in einen Schnitt in der Haut eingerieben worden. Das macht man heute natürlich nicht mehr. Wenn man heute ja gar nicht mehr Bocken impft, weil die Bocken seit 1980 vollständig ausgerottet sind. Allerdings, und auch das sollte man vielleicht nicht so ohne weiteres unter den Teppich kehren, mit sehr, sehr fragwürdigen, letztlich absolut undemokratischen Mitteln. Da muss man sagen, da war nicht nur Impfzwang, da war die globale Impfdiktatur. Und auf die individuellen Freiheitsrechte einzelner SkeptikerInnen sind die da oben damals einfach ganz arrogant drüber gefahren. Und das hätten sie eben beim Andreas Hofer und seinen Schützen auch probiert, aber natürlich haben sie da auf der Roller Granit gebissen. Wobei man muss dazu sagen, das waren ja deswegen keine Bockenleugner. Viele werden es selber gehabt haben oder wenigstens ein paar Geschwister verloren dadurch. Ja? Also sicher nicht Bockenleugner, aber doch maßnahmenkritisch. Und wie auch schon erwähnt, radikal katholisch und schon von daher radikal dagegen, sich da vom damals ja säkularen bayerischen Besatzungsfeld irgendwas anschaffen zu lassen. Was heißt impfen? Wenn dir der Herrgott die Blatten schickt, dann wird er sich wohl was gedenkt haben, hä? Oder meinst du, bist gescheiter wie der Herrgott? Du geschissener Saupreis. Also den Saupreis habe ich überhört, ich mache sie aufmerksam mit dem bayerischen Verwaltungsorgan und als solches bin ich natürlich verpflichtet, diese Impfaktion positiv abzuschließen, die ja auch letztlich ihrem eigenen Besten dient. Du sagst mir, was gut für mich ist, Norberto. Du Sauhund, wir schützen. Wir werden eng mit unseren Büchsen niederknallen und wenn die Munition aus ist, dann treiben wir euch mit Dreschflädel und mit Aufreibfetzen treiben wir euch durch unseren Herrgott seine herrliche Bergwelt. Nein zur Diskriminierung der Ungeimpften! Mö!